So, herzlich willkommen zu einer zweiten Episode Battlefront, wieder mit dem Kampfläuferangriff. Diesmal sind wir auf Endor. Wir sind wieder Rebell. Wir nehmen mal ein bisschen anderen von Blaster her. Nämlich Reichweite brauchen wir eigentlich. Es gibt so einen Sniper-Blaster. Mit dem fühle ich mich nicht so gut. Wir probieren einfach mal am Anfang ein bisschen was von diesem 1-Hand-Blaster aus. Wir haben ein bisschen gelernt aus letzter Runde, nämlich wir benutzen mal ein bisschen mehr unseren Sanitätsdroiden und unsere Ionengranate. Da wurden wir nämlich... Was war das für eine Spinne? Töte sie mit Feuer. Da wurden wir nämlich letztes Mal royal über den Haufen... über den Haufen gezogen. Als wir versucht haben, ohne Ionengranate oder jegliche Ionenwaffe gegen Kampfläufer anzutreten. Und die Teams sind zum Glück gebalanced. Erstmal ein gegnerischer Darth Vader. Wo sind denn die Uplinks? No shit. Aber wir haben den Luke. Hoffentlich ist der Luke fähig. Okay, hier stelle ich hier mal einen Mediturm hin. Und dann schauen wir mal, ob ich nicht vielleicht irgendwas auf die Reihe kriege von eins Ziel her. Keine Ahnung, die Pistole mag ich echt gerne. Okay, mit der kann man leider nicht zielen. Aber das ist zum Glück auch nicht nötig. Okay. Das war knapp, von 1 Leben her. Okay, da hat den jemand markiert. Dann schauen wir mal, ob wir den vielleicht kriegen. Never mind, never mind. Fick dich, Vader. Los! Ah, nein! Fuck. Puh, okay. Da hatten wir ein bisschen Spaß mit unserem Teamkameraden und... Ja, hier will ich spawnen. Danke! Ja. Spawn.op. Da saß sogar jemand drin. Ey! Fuck, das war gar kein Spawnpunkt, fällt mir gerade ein. Ich bin bei meinem Partner gespawnt und mein Partner war tiefer in dem Gegner drin als ich in deiner Mutter. Sollten gegnerische Orbitalangriffe nicht eigentlich rot angezeigt werden? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich erschieße mich hier gleich selber. Ja, Vader ist tot. So, sehr gut. Das heißt, Luke lebt noch, soweit ich weiß. Beziehungsweise der sollte hier irgendwo rumgammeln. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. So. Wir haben jetzt eine Waffe, mit der man extrem gut flanken kann. Aber die Kacke auf Entfernung ist. Beziehungsweise einfach nicht besonders gut. Hey, was machst du denn da? Ui, ein Orbitalangriff. Ist das eins... Ich bin festgesteckt im Boden. Also, muss man mal sagen. Eins nice von Realismus her. So, wir haben jetzt nur noch eine Chance, den AT-AT jetzt zu besiegen. Es gibt den Endor übrigens nur einen. Der hat dafür abartig viele Lebenspunkte. Du musst den AT-AT chargen und dann deine Ionengranate abfeuern. Und dann wahrscheinlich drauf gehen. Ja. Aber die macht echt viel Schaden, die Ionengranate. Sieht man auch an den Punkten. Ich habe eine 1:5 KD, aber habe trotzdem eine Menge Punkte. Wo sind wir denn hier gespawnt? Ah ja. Schön, erstmal feuern. Random Granate. Trifft die. 50, da, 50 auf dem Schild. Auf dem Schild vor allen Dingen, auf dem Bildschirm. 50 auf dem Bildschirm hat wohl getroffen. Wieso steht mein Partner immer im größten Massaker? Ja, danke. Ionengranate Friss. Hat nicht getroffen, schade. Alles klar. Ich bin gefickt. Ich bin royal gefickt. Okay, ich klicke härter, als ich jemals in meinem Leben geklickt habe. Wir haben erstmal eine Heilserie. So, jetzt friss endlich die Ionengranate. Ja, nice. Okay. Die macht einem AT-AT immer so 40% Schaden. 40% kommt hin, wenn er 100 Lebenspunkte hat. Ja. 40 Lebenspunkte. Fahrt die Uplinks hoch. Schnell! Dann fahre ich mal die Uplinks hoch. Schnell! 38 Meter oder 98. Ich denke, die Wahl ist klar.
Aber ich höre hier irgendwo ein AT-ST. Das finde ich aber echt cool bei Battlefront. Man hat echt das Gefühl, dass man nur so ein kleiner Soldat ist, der permanent gefickt wird. So. Oh. Soweit ich weiß, macht eine Ionengranate auch gegen Spielerschaden, aber halt nur wenig. Ich bin mir nicht sicher, aber ein Versuch was wert. Oh, Lensflares. Heilungsbonus, schön. Hey, das ist einer von uns. Ich sehe da hinten einen großen bösen. Ja. Ja, ist bei den anderen erster. Ja, wahrscheinlich ist er das. Okay, wir haben zwei Y-Wings. Und wo ist die zweite Ablenkstation? Ich sehe nur eine. Hä? Ah, da hinten. Die ist nicht online. Ah, da hat sich ein bisschen böse Boys eingenistet. Okay. Kann man hier in die Höhle rein? Geht's in die Höhle rein? Hallo? Ich würde gerne in die Höhle rein. Ja, nice. Oh, hier ist der Ablink. Und ich habe das Gefühl, hier sind gleich eine Menge Leute. Jo. Aber wir haben ein Disruptor-Gewehr. Macht da funny Joke über Imperium und zurückschlagen. So, erstmal Heilungsdroiden hier aufstellen. Okay. Ah, ey, oh. Sag mal, bist du deppert? Bist deppert? So, ey. Da sind große Spinnenweben. So. Unser Sanitätsdruide macht ganz gute Arbeit. Der ist nice. Ja, ja, mach so gut. So. Sehr schön. Jetzt stellen wir den mal hier den Schild rein. Was? Achso, okay, nicht unser. Ich dachte mir schon, war da einer Sneaky Boy. Okay. Nee, sehr schön. Wir haben hier auch den 1... Spinnies! Wir haben auch diesen 1 Helden hier. Diesen 9-Up, glaube ich, heißt er. Weiß ich nicht. Spinny! Stirb! Ah! Ich mag keine Spinnen. Blablabla. Da schaut er zu mich. Wieso habe ich immer das Gefühl, dass Vader gleich zu mir kommt? Ui, ein Upgrade. Hoho, eine Umgebungsbombe. Es gibt ja Leute, die wollen immer wieder so den Uplink abschalten. Weil Uplink und abschalten. Dann gibt es halt so Leute, die kleben einfach mal so eine Umgebungsbombe an den Uplink. Merkt niemand, sieht niemand. So, jetzt nicht mehr. Haha. Sobald jemand herkommt, jagt sie in die Luft. Ich frage mich nur, ob hier irgendjemand reinkommt. Unser Merkmal unten ist auch schon auf Stufe 2. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ausgewählt habe. Ah! Ah! Ja, wie gesagt, Vader kommt immer für meinen Anus. Hey, plus 100 Schaden. Ich will ja nicht sagen, ich habe da Vader die Umgebungsbombe in den Anus gedrückt, aber... Ich habe weder die Umgebungsbombe in den Nanos gedrückt. Ein Disruptor-Gewehr. Ist verdammt gut gegen die AT. Ouchies. Komm ich hier bis. Hallo? Hat er mir den Anus gerettet? Danke. Okay, ich habe gerade so gut wie nichts gesehen. Ja, da war ein Typ mit Lichtschwert hinter mir. Okay, ich weiß nicht, wieso ich in einem Orbitalangriff spawne. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben, um Y-Wings zu sammeln. Ich würde sagen, wir waren jetzt oft bei dem einen, gehen wir mal zu dem anderen Punkt. Und schauen bei dem mal. Hey, noch ein Orbitalangriff. Ja. Da gibt es echt ein paar richtig geile Maps bei Battlefront. Da kann ein AT-AT direkt auf die Spawns von den Rebellen schießen. Das ist immer besonders cool, wenn dann jemand im AT-AT drin sitzt. Das ist ja gerade Bad League drin. Ja, wollte nur. So. Oder Rede, was auch immer. Wir haben keine Schilde mehr, aber da hinten können wir eins Aufladungsobjekt haben.
Da zischt gerade irgendwas an mir vorbei. Hallo? Wolle Blaster kaufen? Ja, endlich. Ui. Okay, hier können wir ein bisschen campen. Nevermind. Attackiere den Kampfläufer. Okay, dafür habe ich mir den Ionendisruptor aufgehoben. Der hat jetzt 31 Leben. Bam, jetzt hat er nur noch 29, 26 sogar. Noch eine Ionengranate werfen, das gibt gut Punkte. Oh ja, Heilserie. Sehr schön. War das... Ja. Baum-OP. Und den kriegen wir down. Den kriegen wir safe down. Noch eine Granate. Bams. Und da wurde ich weggehauen. Aber wir haben gewonnen. Das ist immer der Trick bei Battlefront. Auch egal wie gut du bist, angenommen die anderen konzentrieren sich weniger aufs Killen, sondern stattdessen auf den AT-AT, bist du gefickt. Ja, dann würde ich sagen, war es auch von dieser Runde. Das war eine kleine Kampfläuferrunde. Nächstes Mal gibt's einfaches Gefecht.